Einen wunderschönen guten Abend aus Dinkelsbühl. Ja, so schaut heute die Werkstatt wieder aus. Heute haben wir Dienstagabend. Ihr seht, wir sind wieder voll in unserem Element. Die Werkstatt ist nicht wieder zu erkennen nach dem Wochenende. Wir haben wieder schwere Geschütze heranstehen. Hier einmal einen Hümer Allrad auf Mercedes Sprinter Basis. Und guck mal, wo der herkommt, der liebe Kunde, aus Italien. Also es ist schon echt phänomenal. Wir sind da auch mega stolz, dass hier die Kunden wirklich aus Italien, Südtirol den Weg zu uns finden, um sich die Fahrzeuge hier bei uns umbauen zu lassen. Also Wahnsinn, wir sind sprachlos. Wobei ich überhaupt noch irrsinnig sprachlos bin, was hier am Wochenende los war, durch unseren Campertreff, wo wir ausgerufen hatten, und ihr habt so groß in der Vielzahl teilgenommen. Es waren aktuell 90, 100 Autos da. Es war einfach phänomenal. Die Stimmung war toll, die Menschen waren toll, die Camper waren toll, und ich kann da gar nicht viel dazu sagen. Und ich meine, es war der Agi da, Fanvan war da, dann der Markus war da, Fan for Van, der Camper Tobi war da und hat uns geholfen und das ganze Wochenende auch Moderation betrieben und hat geholfen und die Camper Olympiade mit Einparkwettbewerb moderiert. Also es war einfach mega. Wir hatten unheimlich viel Spaß. Es war einfach rund. Es war lecker Essen bei Kyras Burger. Da hat man ein Festzelt aufgebaut. Und die Firma Rommelsbacher war mit dem Boot, mit den ganzen Küchenaccessoires, wo man dazu braucht oder wo man dazu angeboten haben, was auch echt ein toller, ich blende es nochmal kurz ein oder ich laufe nochmal kurz hin in unser Eck, was auch wirklich ein riesen Vorteil für Camper ist bei den Gerätschaften, gerade hier das Thema Mein Hans, also das ist gigantisch, haben wir auch gut angenommen, und Camper sind auch gleich in ihr Wohnmobil mit Mein Hans und haben das ausprobiert und waren alle mega begeistert. Und hier haben wir auch die Speisen, wo man da als Beispiel mal rauszaubern kann. Ich glaube, der Aki hat ja auch sogar einen gekauft oder hat einen mitgenommen, und er möchte hier mal einen Testkochen machen. Also echt Wahnsinn. Der Event hat es wirklich in sich gehabt. Ich war mega geflasht, wie toll das hier war und wie freundlich und nett die ganzen Camper waren. Also es, ja, mir sind einfach, ich war öfter mal, das darf man ja gar nicht laut sagen, aber ich habe da öfter mal nasse Augen gehabt, weil es schon echt heftig war. Aber meine Frau war total überwältigt, und ich kann nur noch einmal in diesem Namen, auch im Namen meiner Frau, ganz, ganz, ganz lieben Dank sagen an alle Camper, die natürlich unsere Gäste waren, wir aber auch an die ganze Crew von Miga Caravan, an unser Team, sowie auch an Camper Tobi, an Aki und Markus, dass ihr alle mitgemacht habt, mitgewirkt habt, dabei wart, sowie auch Solbio war vertreten, war toll, da konnte man wieder Informationen austauschen, und auch die Firma AirTune war da. Da waren wir auch wieder um einiges Wissen reicher. Auch er hat unheimlich viel beigetragen mit den AirTune-Filtern, die wir ja auch in unserem Online-Shop haben, für die Truma-Heizung, jetzt auch ausgeweitet für teilweise Webasto-Ausströmer und so weiter. Da geben wir auch noch richtig Gas, dass da richtig was passiert. Da freuen wir uns auch schon wieder drauf. Auch da wird sich wieder einiges Neues tun. Dann war noch da der Putzfuchs, auch da lieben Dank. Auch hier gab es rege Aufklärung, Vorführungen und so weiter. Das war ein Wahnsinn, was da passiert ist und wie viele Leute da wirklich davon überzeugt waren.
Und ich muss auch hier nochmal dazu sagen, natürlich leben wir alle vom Verkauf. Aber wichtig ist, dass ich als Miga Caravan die Produkte wirklich nur dann weiterempfehle und weiterempfehlen kann, wenn dem auch das dahinter steht, was versprochen wird. Und das ist mir ganz wichtig, weil ihr wisst ja sowieso, was ich für Einstellungen habe. Und da möchte ich mir selber auch treu bleiben, denn ihr Camper seid wichtig, genauso das Camping ist wichtig, wie eure Fahrzeuge wichtig sind. Und das ist alles purer Luxus, hat uns alles viel Schweiß gekostet, das zu erarbeiten. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man da ein paar Euro ausgeben muss oder das kostet alles Geld. Und dann muss natürlich für das Geld, was man da ausgibt, auch die Funktion dahinter stehen. Und dann muss das auch alles passen und muss das auch Hand und Fuß haben. Und das betrifft natürlich nicht nur unsere Ausbauten und die Autos als solches, sondern das betrifft auch die Produkte als solches. Die kosten auch Geld und dann müssen die aber auch das versprechen, was sie oder beziehungsweise das halten, was sie versprechen. Und dann macht es auch Spaß, weil dann haben wir alle Beteiligten, haben was davon, haben einen gewissen Mehrwert dadurch und das ist halt einfach das Tolle. Ja, und dann war noch Driveman, unsere E-Scooter. Mit viel Probefahrten an der Tagesordnung. Die Challenge dafür ist leider ausgefallen, weil dann hat es ein bisschen Regen gegeben. Das war jetzt nicht ganz so prickelnd. Aber das ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Da haben wir aktuell auch noch welche da. Also wenn da noch Interesse besteht, könnt ihr euch ruhig noch melden. Auch das macht richtig Spaß, die Drive-Männer. Die E-Scooter, also echt auch tolle Geschichte. Ja, allen wirklich ganz, ganz lieben Dank. Ich halte es jetzt auch relativ kurz, weil ich war eh geflasht genug von dem Wochenende. Es war einfach wirklich mega. Es war hier ein Riesenevent. Es waren über 90 Autos und alle haben sich mega gut verstanden. Tolle Freundschaften sind entstanden. Und alle, die hierher kamen, gingen wirklich als Freunde. Und das war einfach phänomenal. Und dafür wirklich danke, danke. Und nochmals danke. Und ich weiß jetzt schon, und wir haben da auch schon drüber gesprochen, weil just am Montag, wie wir hier schon wieder voll im Gange waren, hat sich aber für uns auch ganz klar ergeben, wir haben bis jetzt mal Zielsetzung zweimal im Jahr das Ancampen und Abcampen, also sprich Campertreff zum Saisonstart und Campertreff. Ja, mal gucken in den Spätsommer hinein, das wollen wir jetzt mal sehen, wie wir es deichseln. Die Termine wollen wir uns da noch ausdenken dafür, aber da steht jetzt schon fest, dass wir das tun, weil wir möchten noch viel, viel mehr Menschen und viel, viel mehr Campern die Gelegenheit geben, um hier an unserem Event teilzunehmen. Und die Stimmung, die hat förmlich danach gelächzt und geschrien und auch ich, dass wir das einfach wiederholen. Das war phänomenal. Der Aki hat gestern eine Live-Sendung drüber gemacht, auch über sich, natürlich auch über andere Themen, warum er Camper oder warum er YouTuber ist. Auch er war sehr, sehr angetan davon, auch ich, weil die Stimmung hier hat mich wirklich erschlagen vor Freude. Und das ist das, was wir alles brauchen. Wir müssen alle ein Stück näher rutschen, wir müssen zusammenhalten. Und das war genau dieses Wochenende. Und da wollen wir wirklich weiter dran arbeiten, damit es stattfindet. Ja, dann haben wir hier noch eine erfreuliche Nachricht. Das haben wir, glaube ich, schon mal verkündet. Auch die Flutopferkasse ist ziemlich gefüllt worden. Wir haben natürlich die ganzen Tageseinnahmen dementsprechend auch hier in diese Flutopfertopf dazugegeben. Das heißt, eure Stellplatzgebühren, das ist richtig klasse. Und da habe ich euch ja schon gesagt, das Ganze wird 1:1 weitergegeben, original. Wir ziehen das noch durch bis nach Düsseldorf, weil Düsseldorf steht ja schon vor der Tür. Und da werden wir dann dementsprechend nur größere Aktionen fahren. Das ist Camper Tobi, der das Ganze vorbereitet und macht. Und da werden wir uns dann dementsprechend nach Düsseldorf das Ganze wirklich Hand in Hand übergeben an denjenigen oder an die Hilfsbedürftigen dementsprechend. Da nehmen wir euch alle natürlich auch mit. Dann möchte ich auch noch mal betonen, das Buch von Markus, Fan for Van, ein mega tolles Buch, also wirklich der Hammer. Nicht hier irgendwelche Schleichwerbung machen zu wollen,
Aber bitte tut euch das Buch an. Es macht richtig Spaß, das zu lesen. Also es ist der Brüller. Ich finde es richtig geil. Camper, Van und Wohnmobile für Einsteiger. Ich bin der Meinung, es ist nicht nur für Einsteiger, weil selbst für die Camper-Profis ist das ein oder andere noch Wissenswerte da drin, wo richtig Spaß macht zu lesen. Also bitte, wenn ihr Lust habt, organisiert euch das Buch, macht richtig Spaß. Kann ich nur empfehlen. Ja, jetzt ist gut mit Dankeshymnen. Jetzt zeige ich euch, was die Woche wieder los ist. Mal ein bisschen Technik nur reinbringen. Wir haben hier einen Hümer stehen, 4x4. Was kriegt der? Solarplatten aufs Dach. Hier verbauen wir schon auch ein Hochvoltmodul. Die werden morgen dementsprechend aufgesetzt. Dachdurchführung ist vorbereitet. Dann kriegt er hier rein 2x200 Amperestunden Lithium. Hier müssen wir allerdings die Fächer ein bisschen umbauen. Nicht wundern, dass der Schautblock jetzt so lose da drin hängt, weil wir müssen das Metall hier abkürzen, weil sonst passt die Batterie hier nicht rein, weil das alles sehr knapp ist. Darum müssen wir die Fächer dementsprechend vorbereiten. Dann haben wir noch einen Wechselrichter, da haben wir da oben schon die Netzumschaltung reingemacht. Und morgen kommen die Batterien rein und dann haben wir oben noch einen Spoiler zu verbauen und eine LTE-Antenne. Oh, das wird, denke ich, ja, morgen Abend, sprich Donnerstag, ins Finale gehen. Da hole ich euch dann auf alle Fälle morgen nochmal dazu. Wenn wir da weiter sind, da zeige ich euch dann nochmal den exakten Fortschritt der ganzen Thematik. Aber schickes Auto, das zeige ich euch dann auch nochmal. Also macht richtig Spaß. Den Hümer kennt ihr ja. Da haben wir ja schon angefangen mit der Cinderella-Toilette. Der kriegt ja Vollausstattung. Hier haben wir heute weitergemacht. Hier haben wir Solarregler verbaut. Hier haben wir den WCS-Kombi verbaut. 200 Amperestunden Lithium vom WCS. Hier sind wir auch mittendrin in der Arbeit. Solarplatten kleben. Und hier geht es jetzt auch morgen gleich weiter mit der Cinderella und noch Maxvan und. Da kommen noch einige andere Dinge dazu. Nicht Maxvan, Klimaanlage kriegt er ja. Kompressor-Kühlschrank sitzt auch schon so gut wie drin hier. Auch der sitzt jetzt sauber, ordentlich, verbaut. Auch schick, schön und ja, hier geht es auch weiter. Weil da haben wir, ja genau, der ist jetzt auch schön eingebaut. Schaut wie neu aus, ne? Also es ist echt wie original. Da oben kommt dann noch die Blende wieder drüber. Die wird wieder angepasst dementsprechend. Dann haben wir den hier sauber eingepasst ins Originalmaß. Also echt klasse. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Auch hier geht es in großen Schritten voran. Und jetzt zeige ich euch aber noch ein kleines Hopsa-Highlight, was wir vor der Tür stehen haben. Das ist auch ein Riesending. Wir haben nämlich, den können wir gar nicht in die Halle fahren. Wir haben nämlich hier ein schickes Gerät stehen, schaut mal. Ein LKW, umgebaut auf ein Wohnmobil. Hier hinten hat der Kunde sein Motorrad drin, also da passt eine richtig große BMW rein. Natürlich hinten mit Hebebühne, also sprich mit ausklappbarer Bühne zum Runterklappen, wo er das Motorrad sauber verladen kann. Und es ist ein Eigenausbau. Bitte schaut es euch jetzt nicht exakt um. Wir sind hier mitten in der Katastrophenarbeit. Ihr seht hier schon die ganzen, Teile rumliegen. Es ist normalerweise nicht meine Art, in dem Zustand hier zu filmen, aber ich will euch einfach das Fahrzeug mal zeigen, wie das hier grob ausschaut. Wir sind hier mitten in der Arbeit. Ich mache da jetzt gleich auch noch ein Stückchen weiter. Aber guckt euch das mal an. Schön Massivholz, also echt edel ausgebaut. Dann haben wir hier die Küche, schaut auch richtig schick aus. Wenn er fertig ist, dann zeige ich euch den auch nochmal, wenn er schön sauber aufgeräumt ist wieder. Mit den verschiedenfarbenen Schubkästen und Türchen, schaut richtig edel aus. Dann auch hier der Verschlussknopf, gell? Also richtig Pushlock, aber mit Massivholz, also nicht so ein Plastikzeug, also auch richtig hochwertig gemacht.
was bauen wir hier eigentlich? Es war eigentlich schon alles vorhanden, doch wir mussten den ganzen Elektrokasten neu verdrahten, neu verkabeln, weil da hat es ausgeschaut drin, das war Katastrophe. Die ganzen Kabel, ihr seht ja, was wir hier alles rausgeschnitten haben, mussten umgekrimmt werden, mussten dementsprechend neu verkabelt werden, weil ihr seht, dass da sind ja so, ich sage jetzt einfach mal so günstig Verbinder, wo wir so nicht verarbeiten und da schauen überall die Kupferlitzen raus. Ihr seht, das ist natürlich immer gefährlich. Punkt 1, Punkt 2, waren hier diese Kästen hier verbaut. Ihr seht, ja, kann man natürlich so machen, aber es ist natürlich keine Profiarbeit. Ne? Das ist so, finde ich, das nicht wirklich prickelnd. Und darum hat der Kunde gesagt zu uns, komm, er hat unsere Filme gesehen, wir möchten hier einmal eine komplett neue Verkabelung und das ist natürlich eine Riesenarbeit. Also ihr seht es jetzt schon auf der Seite, da sind wir so ein bisschen durch. Da haben wir dann auch überall die ganzen Schutzschläuche rumgemacht, aber es muss natürlich hier alles neu verkabelt werden. Dann haben wir die ganzen Sicherungskästen neu gemacht, alles wieder sauber beschriftet, damit der Kunde weiß, was ist. Und das schaut natürlich dann schon ein bisschen klasse aus. Das gleiche machen wir jetzt nur auf der Seite, da kommen dann die Verteilerkappen nur drauf, dann werden die ganzen Kabel nur zusammengebunden. Dann haben wir einen Ladebooster verbaut, was mit dem WCS-Ladebooster natürlich geht, weil wir haben hier hinten natürlich ein 12-Volt-System. Vorne haben wir natürlich ein LKW mit 24-Volt-System, aber für den Ladebooster kein Problem. Auch das kann er, ist alles nur eine Einstellungssache und dementsprechend funktioniert es. Wir werden auch hier jetzt dann, wenn die Verteiler sauber verkabelt sind, natürlich überall noch die Schutzleitungen drüber ziehen, die Sicherungen sauber noch verdrahten, was da noch übrig ist und das Ganze nur schick machen. Ich wollte euch bloß mal kurz reinschauen lassen, was wir hier treiben. Dann wird auch das Eck hier noch sauber gemacht, damit es alles, ja, ein Gesicht bekommt. Also bitte nicht täuschen lassen, es ist noch nicht fertig, ist noch mitten in der Arbeit. Aber ich zeige es euch auch, wenn es fertig ist. Aber ich wollte euch nur das Auto mal mitgeben, weil ich finde es schon echt geil. Also mich juckt sowas ja schon immer. Da hinten haben wir die zwei Betten, also ein Stockbett. Auch schön. Natürlich in der Tiefe nicht ganz so viel Platz, weil wir also oben schon, aber unten nicht, weil wir unten dann den Stauraum haben. Hier haben wir das Badezimmer, da lasse ich euch auch mal kurz reinschauen. Schön sauber, auch schön gebaut. Also schaut richtig klasse aus. Finde ich richtig toll, schickes Auto. Also muss ich echt sagen, tolle Sache. Jetzt stürzen wir uns hier mal wieder raus. Oh, Rux. Ist ein Mercedes 818. Also echt ein schickes Teil. Da kann man richtig Urlaub machen damit. Alugasflaschen natürlich hinten drin. EMP-Hubstützenanlage drin. Oh, das ist eine richtig geile Sache. Und wenn wir dann hier die Hebebühne sehen, wo man sein Motorrad verstauen kann, dann haben wir auch geil, ne? Hier einen riesen Kompressor drin. Stromaggregat, damit man auch hier entsprechend Strom erzeugen kann, wenn es mal an der Sache ist. Oh, das ist eine geile Geschichte. Also schon richtig cooles Auto, muss man sagen. Tolle Lackierung. Also hat schon was. Für einen Eigenausbau richtig sauber gemacht. Jo, jetzt bin ich aber auch schon fertig. Ihr seht, der Platz ist wieder leer. Alle Kunden sind wieder nach Hause gefahren. Alle Camper sind wieder nach Hause gefahren. Ich muss mich immer wieder bedanken. Ich habe mir jetzt erspart, jetzt komme ich mal kurz ins Bild. Ich habe mir jetzt erspart, nochmal extra Bilder reinzustellen oder sonst was oder ein Video zu machen darüber, weil das hat der Tobi schon gemacht, da haben wir etliches gezeigt auf seinem Kanal, der Aki hat es gemacht auf seinem Kanal, darum habe ich gesagt, muss ich jetzt nicht extra nochmal, das ist alles gut so. Aber was wir tun, wir werden auf unserer Homepage, habe ich schon die Arbeit in Auftrag gegeben, eine Seite machen lassen, wo wir entsprechend alle Bilder vom Event dementsprechend präsentieren werden, wo ihr die auch runterladen könnt, wenn ihr die haben wollt,
Und ich bitte euch auch, wenn ihr noch schöne Bilder habt, die ihr denkt, die dürfen wir veröffentlichen, könnt ihr mir die gern zusenden, weil dann kommen die auch auf die Galerie. Gleichzeitig kommt auch ein Gästebuch rein für den Event, wo ihr eure Kommentare hinterlassen könnt. Das ist alles schon in der Mache und ich gebe euch auf alle Fälle Bescheid, wenn das Thema dann soweit ist, wenn das startet. Wird jetzt zeitnah sein, da lassen wir gar nicht so viel Zeit verstreichen. Was auch noch zeitnah ist, die Karten sind fertig gedruckt, eure Clubkarten. Die gehen auch die Tage raus. Wir müssen es nur noch alle zusortieren, einkuvertieren und euch auf die Post bringen. Das wird auch die Tage passieren. Ich gehe davon aus, dass wir es bis Ende der Woche vielleicht schon rauskriegen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Wenn noch jemand eine Karte möchte, natürlich, kein Problem. Clubmitglied werden will bei Mika Club, bitte E-Mail, Anschrift, Name und dann geht's auch schon los. Dann seid ihr auch schon Mitglied und ihr bekommt eine Karte dadurch. Ja, weiter habe ich jetzt gar nichts mehr. Das wollte ich euch nur sagen. Nochmals ganz lieben Dank. Bleibt gesund und abonniert unseren Kanal, damit ihr weiterhin nichts verpasst. Es werden tolle Sachen auf euch zukommen, tolle Umbauten, tolle Neuigkeiten. Wir werden da immer am Ball bleiben. Düsseldorf steht vor der Tür. Auch da werden wir für euch vor Ort sein, um dementsprechend ein paar YouTube-Filme zu machen, um Technikvideos zu organisieren, mit den ein oder anderen Ausrüster sprechen und so weiter und so fort. Auch da werden wir für euch auf alle Fälle aktiv sein, um euch da mitzunehmen, wenn ihr nicht selber vor Ort sein könnt. Also, in diesem Sinn, über einen Kommentar von euch freue ich mich, über ein Like nach oben natürlich auch. Bleibt gesund und wir sehen uns. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.